Guten Morgen, kurz nach sechs, und was macht der gute Pilger? Er geht los. So, jetzt bin ich wieder in Kaput. Vor gut 3 Wochen war ich hier. Da war es noch ein bisschen vorfrühlingshaft. Jetzt ist der Frühling richtig ausgebrochen. Und ich breche jetzt auch aus. Und zwar wieder mal auf dem Pilgerweg von Kaput bis nach Brandenburg. Diesmal 2 Tage Übernachtung in Kloster Lenin. Habe ich entsprechend schon vorreserviert. Sind jetzt wahrscheinlich so 16, 18 Kilometer. Also relativ entspannt. Ich werde mir richtig Zeit lassen können und hoffentlich natürlich auch viele Aufnahmen machen. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Es wird bestimmt ein wunderbarer Tag. Ich freue mich riesig auf die Tour. Also bis gleich. Boah, was für ein genialer Tag. Allerdings, wo man hier hinkommt, es riecht wie in der Dönerbude. Überall haut den Bärloch aus dem Boden. Ne? Ja, schon jetzt mal in den letzten Zügen, aber ist schon genial. Hier am Schwielosee. Ach, was soll ich sagen? Schaut es euch selber an. Ne? Man sieht es hier hinter mir, auf dem Boden liegen. Ich kann eigentlich nur an alle appellieren, erstmal schmeißt nichts weg. Unsere Wege sind kein Müllplatz. Und unsere Kinder irgendwann mal sollen auch was von den Wegen haben. Ja, da kann ich nur einen Aufruf machen, bückt euch. Vor ein paar Tagen habe ich eine junge Dame kennengelernt, die wunderbar Musik macht bei einem unserer Pilgertreffen. Also hier mal was in eigener Sache. Die auf dem Weg, also als sie nach Santiago gelaufen ist, das Problem natürlich auch überall mal hatte und hat da der ganzen Sache mal ein Gesicht gegeben. Clean Camino, also ein Aufruf, haltet die Wege sauber, nicht nur den Camino. Also alle, die draußen sind, das betrifft nicht nur Pilger oder Wanderer, schmeißt einfach nichts weg. Nehmt euren Kram, den ihr habt, wieder mit. Und wenn ihr irgendwas liegen seht, von irgendeinem, Ferkel, sage ich mal vorsichtig, ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr mal 1-2 Teile mitnimmt und die dann einfach im nächsten möglichen Müllkorb entsorgt. Also, wie gesagt, fangt im Kleinen an, bückt euch und clean Camino. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Kurze Rast und keine 100 Meter weiter, wird es abenteuerlich. Jetzt hilft auch die beste App nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr den besten Track, den ich hatte. Wenn der Weg nicht mehr da ist, ist er nicht mehr da. Ist komplett zugewuchert, muss ich jetzt also einen kleinen Umweg laufen. Ja, gehört nun auch dazu, ein Stück neues Camino entdecken.
Ja, den aktuellen Track, den werde ich dann natürlich später unten verlinken. Den könnt ihr euch da runterladen, wenn ihr dann mal Lust habt, die Strecke nachzulaufen. Der erste Tag ist zu Ende. Ich bin in Kloster Lenin angekommen, habe mein Zimmer schon bezogen, muss nachher noch eine kleine Runde duschen gehen, habe mir auch das Klostergelände hier angeschaut. Wirklich sehr schön. Kirche habe ich mal wieder verpasst. Die hat nur bis 16 Uhr offen und ich war, keine Ahnung, Viertelstunde danach da. Vielleicht beim nächsten Mal. Was wollte ich zum Weg sagen? Also bis zu dem Punkt, wo ich die Rast machte, war er wirklich sehr abwechslungsreich, hat richtig Spaß gemacht. Nachher zog sich so ein bisschen. Erst musste ich ja durch den Wald stapfen, beziehungsweise der Weg war nicht mehr da und habe dann versucht, da irgendwo durchzukommen. Musste dann auch noch vor einem Hund flüchten. Aber so ist halt nun mal der Weg. Ich werde den Track, den ich dafür aufgezeichnet habe, ein bisschen begradieren, so dass er zumindest nicht durch den Wald abschnitten ist, wenn ihr dann Lust und Laune dazu habt. Ja, dann zog sich das halt ein bisschen und waren es hauptsächlich Forstwege. Aber da hat man halt mal Zeit, wieder ein bisschen nachzudenken, so ein bisschen sich zu reflektieren. Ist auch ganz schön. Wenn man halt durch die Stadt wie im ersten Teil kommt, da ist natürlich der Ausblick wesentlich mehr vorhanden. Hier auf dem Land. Ich kann ja nicht ständig immer nur Bäume filmen. Ja, nochmal, ich bin euch ja noch eine Kleinigkeit schuldig vom letzten Mal, wo ich erwähnte, Pilgern sei kein Wandern. Es ist zwar von der Grundbewegungsart, nämlich Laufen, so relativ gleich. Pilgern verfolgt aber ein bisschen ein anderes Ziel. Das ist, da geht es eher um Begegnungen. Da geht es halt dann auch mal durch Industrie, auf Straßen entlang, nicht so schöne Wege. Beim Wandern, meistens ist man das ja irgendwie im Urlaub, erwartet man dann halt schöne Gegenden, toll ausgebaute Wege, super Infrastruktur. Erwarte ich ja nicht bei Pilgern auch, aber ist halt eben nicht immer so. So, ja, wie gesagt, morgen geht es dann nach Brandenburg hoch, 26 Kilometer, wahrscheinlich ähnliche Streckencharakteristik. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Ich gehe, wie gesagt, jetzt gleich duschen, dann geht's noch was essen. Ja, und dann lasse ich den Tag ganz gemütlich hier in der Sonne ausklingen, setze mich irgendwo in den Garten. Hier gibt es einen schönen Kräutergarten und relaxe noch eine Runde. Also, denkt dran, was ich euch auf dem Weg schon mal erzählt habe. Clean Camino. Nimm's mir nicht böse, aber es hat mich echt geärgert. Und wenn ich dann sage, man bricht sich kein Zacken aus der Krone, wenn man sich da mal bückt, das war jetzt auch nicht böse gemeint. Clean Camino und Bon Camino.